Hallihallo und herzlich willkommen an alle Freunde der Quertreiberei und damit auch herzlich willkommen zu KX Street hier auf dem Pixelane-Kanal mit mir, dem Ray. Denn wir legen heute den Grundstein für unsere erste Drift-Erfahrung und dazu brauchen wir ein neues Fahrzeug. Und um genau das soll es heute gehen. Wir kaufen uns unser Fahrzeug, welcher schlussendlich unser erster richtiger Drifter wird, damit wir auch unseren ersten Drift-Club und erste Drift-Events damit angehen können. Ich habe ja in der letzten Folge, die ich ja als Filler-Folge bezeichnet habe, schon so ein bisschen angeteased, was ich vorhabe, aber ich bin nicht konkret geworden. Ich habe ja da ein bisschen Amerikaner mit reingebracht und dann doch nicht und wie auch immer. Also konkret gesagt mache ich heute was, was einigen sicherlich nicht gefallen wird, ja, ich sag's mal ganz ehrlich, aber meine Idee ist, um da gleich das Kartenhaus zusammenfallen zu lassen, ich möchte gerne ein JDM kaufen oder ein japanisches Fahrzeug kaufen. Wahrscheinlich Silvia, habe ich jetzt mal so im Groben im Kopf und würde gerne einen V8 reinswappen. Ja, also ich bin irgendwie ein Riesenfreund von V8-Driftern und das ist ja auch in der Formula Drift oder so, wird es ja tatsächlich gang und gäbe gemacht, dass tatsächlich ein V8 in auch selbst japanische Fahrzeuge mit reingeswappt werden. Und ich bin irgendwie kein so richtiger Fan, oder was heißt Fan? Ich komme nicht so gut drauf klar auf diese hochgezüchteten, turbogeladenen Drifter, ja? Ich rede nicht von Straßenfahrzeugen, ich rede nicht von Rennfahrzeugen, ich rede wirklich von Driftern. Ich mag irgendwie so diese, dicken V8s mit Hubraum und, ne, wenn die noch zusätzlich aufgeladen sind, habe ich auch nichts dagegen. Aber irgendwie, ja, und deswegen mache ich sowas, ja. Also ich habe das vor und es ist auch der erste Engine-Swap, den wir machen. Also es ist ja vielleicht auch was, man positiv entgegensteuern kann. Deswegen an alle Fans der Nicht-V8-Swaps oder der Grundmotoren, es tut mir leid, aber wir werden auch wieder Fahrzeuge fahren mit ihrem ursprünglichen Motor. So, jetzt habe ich lang genug geschnackt und mich genug entschuldigt. Ich finde es geil, dass ich das mache und ich hoffe, der ein oder andere auch oder beziehungsweise vielleicht den einen oder anderen Kritiker kann ich davon an vielleicht auch überzeugen. So, jetzt ist natürlich erstmal die Frage, welches Fahrzeug wir können, wenn wir es jetzt von hinten aufrollen, tatsächlich schon einiges uns gönnen. Einiges haben wir schon freigeschaltet. Wie ihr seht, ich habe nochmal ein paar Rennen zusätzlich gemacht, jetzt nicht so viel, vielleicht eine Dreiviertelstunde höchstens, um jetzt eben hier knapp über 700.000 Budget zu haben. So, wir haben zum Beispiel auch einen RX-7 mittlerweile freigeschaltet. Ein RX-7 ist natürlich für einen Drifter auch richtig geil, aber ganz ehrlich, beim RX-7 würde ich jetzt kein V8 unbedingt reinswappen wollen. Könnte man schon machen, aber muss man nicht. Die Deluxe-Autos, habe ich ja schon mal gesagt, die würde ich gerne in den Livestreams mal benutzen. Sagen wir es einfach mal so. Ja, muss sagen, alles cool und recht und wie auch immer. So ein 835 wäre natürlich auch was. Evo 6, wie auch immer. Das ist aber alles jetzt nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Pam, 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 pam. Gehen wir mal durch. R34, nee. Und zwar, wir könnten einen. Ja, 370Z wäre natürlich auch für einen Drifter richtig geil. Aber auch da würde ich, glaube ich, keinen V8-Swap unbedingt jetzt machen wollen. Ich glaube wirklich eben Silvia, so S15. Könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Ich finde auch geil, statt Recaro-Sitze sind das Recarx-Sitze. Und die Faster-Reifen, müssen wir nicht drüber reden. Also so ein S15 könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ist natürlich auch schon ganz gut dabei. Was die Grundbasis und so betrifft, das wird natürlich schon teuer werden, aber das habe ich ja schon gesagt. S13 wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Wie gesagt, ich habe mich final noch nicht entschieden. S14 fände ich auch nicht verkehrt, muss ich sagen. Boah. Ich glaube, ich würde sogar wirklich mit S14 oder S15. Ich glaube, die S13 würde ich mal außen vornehmen. Und jetzt ist die Frage, was wäre cooler? S15 oder S14 für so einen Aufbau? Das ist jetzt echt die Frage. Ich glaube, ich würde sogar. Ich glaube, ich würde sogar einfach mit S15 gehen. Ich finde beides geil. Aber ich will jetzt gar nicht so lange in die Länge treiben. Ich nehme jetzt einfach mal die S15. Wir können jetzt noch eine Probefahrt jeweils machen. Komm, das machen wir jetzt einfach mal ganz kurz. Einmal eine Probefahrt, auch wenn der Motor und alles ausgetauscht wird, das ist gerade egal. Aber einfach trotzdem, dass wir es schon mal erlebt haben. So, von der Serie her will der schon mal quer. Finde ich gut. Also Grundbasis quer zu fahren ist schon mal da. Ja, brechen wir auch gleich mal direkt ab und gucken uns die S14 an.
Also gerade hier wieder durchgehen. So, oh, hier mal eine Probefahrt. Und es ist auch geil, dass dieses Feature mittlerweile dabei ist. Und die will auch quer. Die hat auf jeden Fall ein größeres Turboloch. Was aber ja egal ist, wenn wir einen Motor ändern. Die würde auch gut abgehen. Ich weiß es nicht. Ich finde beides cool. Egal, wir nehmen jetzt 15, kommen, was soll's. Also quer gehen sie, würden sie sogar in der Basis schon gehen. Das können wir schon mal festhalten, was ja schon mal, was schon mal nicht schlecht ist. Aber wir gehen natürlich in die Vollen. C3 steht an und ich glaube, ich werde C3 auch voll ausschöpfen, was möglich ist. Moment, das Fahrzeug ist ein C2 und wir wollen es dann in C3 bauen. So. Ja, wir gönnen die uns jetzt einfach, komm. Die einen lieben es, die anderen nicht, aber so ist es halt, ja. Und das Ding gehört jetzt uns. Oh. Geil. Wie mich Leute hassen werden dafür. Ich weiß jetzt schon, dass ich den Motor ausbauen werde. Kommen wir trotzdem noch einmal hier um den Block. Der Verkehr war jetzt klar, dass der in die Parade fährt. Gleich mal den Neuwagen zerstören. Man kennt's. So. Dann. Geh mal rein. Ja, und die erste Tat, die ich wirklich mache, ist die Engine Swap. Es kann natürlich passieren. Das wäre natürlich der Worst Case. Wenn ich jetzt einen Engine Swap mache und das Ding direkt in C4 hochschießen würde. Das wäre natürlich jetzt kacke. Das kann passieren, glaube ich jetzt. Hoffe ich jetzt aber mal nicht. Oh Gott, doch, es wird passieren, ne? Ja, es war so klar. Fuck! Nein, mein Trick wird nicht funktionieren. Ficken, sorry. Nein, ey. Echt jetzt? Ich meine, das ist auch ein richtig teurer Swap mit 154 Street Coins. Das ärgert mich jetzt, Mann. Und ich meine, man könnte das bestimmt irgendwie tricksen. Ich könnte jetzt so viel Kacke reinbauen, dass er dann trotzdem im Leistungsgewicht nach unten geht, aber boah, ich meine, guck mal, da ist sogar kurz vor C5 sogar, wenn ich das mache. Boah, okay, krass. Also müssen wir uns vielleicht diese Idee für ein andermal aufheben. Jetzt bin ich nur gerade am Überlegen, aber das wird jetzt dann richtig teuer. Ob ich dann, nee, komm, wir nehmen jetzt den S15, dann ist es jetzt so, weil ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich den S14 nehmen soll und es da nochmal probieren soll, aber ich glaube, auch da macht dieser V8-Swap, der killt es ja komplett. Ja, dann bleiben wir beim Serienmotor. Dann tut es mir leid für alle, die ich Hoffnung gemacht habe. Ich hätte es gerne gemacht, aber das, ihr seht es ja, ich kann es nicht, ja. Das bringt es halt dann nicht. Dann bleiben wir jetzt halt beim Serienmotor und müssen den dann notgedrungen aufrüsten. Ach, verdammt, das war nicht der Plan. Wirklich nicht. Egal, wir gehen mal mit einem, warte mal, ich gucke erstmal ganz kurz, was ist denn, 250 ist Maximum bei C3, okay. So, Motor, der gerade ein, wir haben, das ist ein Vierzylinder, der hier eingebaut ist, okay, aber dann hätte ich schon trotzdem Bock, einen Engine Swap zu machen, weil ein Vierzylinder ist ja lame. Oder? Dass wir dann hier auf den BR26 gehen. Also den RB26 ist das ja dann. Ich glaube, das mache ich dann. 2JZ wäre auch crazy, aber nee. Dann machen wir das. Dann, Ding ist, dann machen wir das so. Dann nehmen wir jetzt den RB26-Motor. Ja. Ja. Dann machen wir mal eine Probefahrt allein jetzt durch einen Engine Swap. Komm, das muss jetzt auch sein. Ah, das klappt ja gar nicht, wie ich geplant habe, aber hey, das gehört dazu. Oh Gott. Ja, der will jetzt schon querfahren. Guckt euch das mal an mit den Sportreifen. Okay. Wir müssen gar nicht groß was tunen. Der geht jetzt schon quer wie Sau. Ich mach gar nichts. Der kommt einfach so schon quer. Ah, sorry, der Verkehr, der. Dem konnte ich noch nicht ausweichen. Ah, das ist ja crazy. Okay.
werden so die Reifen schrotten bei dem Ding, aber das ist mir recht. Oh, wie gut ist das denn? Ja, Verkehr ist doch gut. Ich brauche euch gar nicht. Ich glaube, ich muss mal für die Probenfahrten den Verkehr mal ein bisschen reduzieren. Ich glaube, das mache ich jetzt mal für die Drift-Geschichte, damit ich einfach ein bisschen mehr Spaß haben kann. Machen wir mal den Verkehr ein bisschen auf niedrig, ja, wenn es okay ist für euch in dem Moment. Weil ich will einmal ein bisschen jetzt Spaß haben, ja. Geil. Okay, ich bin trotzdem wieder happy. Ich bin trotzdem wieder happy, alles gut. Auch wenn jetzt die V8 nicht geklappt hat, aber der RB26 gefällt mir doch ganz gut. So, ich gehe jetzt aber erstmal in die Karosse rein, guck, was wir da machen. Gewichtsreduktion wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, das Fahrzeug ein bisschen leichter zu bekommen. Natürlich würde ich schon auch gerne ein bisschen mehr Leistung haben. Na, also ich glaube, zu leicht will ich ihn jetzt auch nicht bauen. Aber so ein bisschen können wir, glaube ich, schon mal so eine Sportgewichtsreduktion. Das muss jetzt, glaube ich, nicht unbedingt die... Oder? Ja, doch, können wir eigentlich machen, oder? Komm, wir machen mal die Renngewichtsreduktion. Die ist auch einstellbar. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Treibstofftank, würde ich sagen. Brauchen wir das so viel Treibstoff? Weiß ich nicht. Ich glaube, ein 60-Liter-Tank muss reichen. Aero ist auch so eine Frage. Braucht man dann so viel Aero? Ja, ich glaube, Schaden tut's nicht. Ich meine, guckt euch mal die krassen Drifter an. Aber ob ich jetzt da die krassesten Sachen brauche, glaube ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich denke mal, wir gehen jetzt mal mit den Racing-Aero-Parts. Das sollte reichen. Und gehen dann gleich schon mal aufs Feintuning, damit wir hier ein bisschen schon mal entsprechend anpassen können. Wir können nämlich Gewicht nochmal krasser machen. Und ich würde sagen... Ja, so 3-3 finde ich gut. Gewichtsverteilung können wir ja auch noch machen. Vorne zu hinten und so weiter. Ich würde sagen, jetzt muss ich gerade gucken, was ist denn vordere Verteilung? Ja, vorne mehr, vorne weniger, hätte ich gesagt, oder? Bisschen mehr auf die Hinterachse mehr. Schwerpunktshöhe, würde ich sagen, eher tiefer. Das ist halt auch teuer, ne? Das umzubauen, sehe ich gerade. Okay, fuck, wir machen das einfach gar nicht, oder? Moment. Weil das kostet mich auch Streetcoins. Ich meine, ich habe schon eh genug Streetcoins ausgegeben, aber... Okay, das kann man einstellen, ohne dass es kostet. Aber die oberen Sachen, weil es halt am Chassis sich verändert, machen wir erstmal nicht. Das lohnt sich dann, glaube ich, auch nicht. Ja, dann machen wir mal Abtrieb, würde ich sagen. Die Hinterachse ein bisschen drauf, vorne auch ein bisschen drauf. Ein bisschen geht schon klar. So, dann lassen wir das erstmal. Und dann gehen wir jetzt mal zur Leistung und dann bringen wir das Ding jetzt eben auf C3 250 oder 49, dann wird es wahrscheinlich eher sein. So, Motor und da gehen wir jetzt dann auch direkt in den Turbo rein, da können wir halt auch viel machen. Ob wir jetzt das große Turbo-Kit, weiß ich nicht, weil ich will nicht zu viel, also ich will schon extrem Drehmoment-Punch haben, ich finde das schon wichtig, aber ich finde, glaube ich, ich sehe auch gerade, Gewicht kommt auch gut dazu, aber ich finde, ja, ich weiß nicht, ob ich so einen krassen Punch dann brauche, weil das fällt ja auch extrem ab dann hinten raus, ne? Aber ja, wir machen mal das Racing Turbo Kit und nehmen dann das Steuergerät dazu. Aber ich glaube, da müssen wir schon das krasse Steuergerät nehmen und dann sind wir schon C4, ne? Das habe ich mir gedacht. Aber ohne das können wir es groß nicht einstellen, glaube ich. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich das machen kann und dann es wieder drosseln kann, wenn ihr versteht. Ich glaube, das probiere ich mal. Wenn es schief geht, dann habe ich jetzt viel Geld ausgegeben für nichts, aber ich würde es gerne mal probieren, indem wir jetzt hier... Geil, wir können es... Das ist schon ganz unten. Ach nö. Okay, der Trick hat nicht funktioniert. Ich dachte, ne, wir können jetzt nur noch mehr machen. Okay, schade. Ich dachte, es ist schon in der Mitte und wir können reduzieren, aber so denkt das Spiel nicht. Nee, da müssen wir tatsächlich dieses Steuergerät nehmen. Jetzt ist halt unnötig viel Geld ausgegeben, ich weiß, aber so ist es jetzt halt. Manchmal muss man halt auch diese Experimente wagen. Aber dann können wir jetzt nicht trotzdem irgendwie was ändern. Nee, weil es nicht einstellbar ist, okay. Dann machen wir jetzt aber trotzdem vielleicht mal Abgasanlage. Ja, dann kommen wir genau auf 2,49 und dann passt das auch. So, ist jetzt viel Geld ausgegeben für nichts so gesehen. Ja, und bevor wir jetzt weitermachen mit Getriebe und Aufhängung etc. pp., fahren wir trotzdem nochmal Probe. Mit noch mehr Leistung. Muss einfach sein.
Also die Sache war ja, dass PC3 das Problem sein könnte beim Driften, dass wir zu wenig Leistung haben. Nee, haben wir nicht. Also ich schmeiß nicht mal die Handbremse, der geht von sich aus schon gut quer. Und ich denke jetzt halt mit Fahrwerk und allem können wir halt es noch schaffen, dass das ganze Ding ein bisschen präziser ist. Ja, bricht den Drift halt sehr schnell ab immer. Ich glaube, da können wir dafür sorgen, dass er das halt nicht tut, dass er ein bisschen länger quer bleibt. Ich meine, ich habe mich ein bisschen schlauer gemacht jetzt, was die Ackermann-Geschichte angeht. Ich muss allerdings sagen, ich habe jetzt zwar verstanden genau, was das macht, so. Also ich kannte das schon, nur nicht, dass es das ist oder der Name ist und was damit zusammenhängt. Aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, was wir wollen am Ende des Tages. Deswegen, das werden wir ein bisschen ausprobieren müssen. Das wird aber wahrscheinlich nächste Folge passieren. Also nächste Folge werden wir uns sehr ums Feintuning kümmern. Ich denke, hier werden wir jetzt erstmal bauen und tunen und machen und tun. Kann auch sein, dass wir optisches Tuning auch erst nächste Folge machen, weil ich finde es jetzt erstmal auch spannend, so die einzelnen Schritte zu spüren, ja, um es mal so auszudrücken, weil das wird, was jetzt kommt, wird natürlich auch nochmal ein bisschen teuer. Ich gehe ganz kurz ins Getriebe rein. Wir haben natürlich schon ein gutes Getriebe drin, wahrscheinlich einfach durch den Engine Swap, würde ich behaupten. Jetzt weiß ich nur gerade gar nicht, wie krass können wir denn das die Diff-Sperre einstellen. Ja, wir können Sperre, okay, können aber die sich an sich die Stärke und so weiter nicht ändern, okay. Ich glaube nämlich, ich würde gerade bei Diff sogar sagen, bei sowas würde sich es lohnen, vielleicht sogar die krasseste Variante zu wählen. Und das mache ich jetzt einfach auch. So. Weil ich glaube, wir können dann halt alles einstellen. So ist es. Wir können halt wirklich sagen, wie stark etc. Wobei oben ist jetzt trotzdem gesperrt. Das finde ich jetzt interessant. Okay, das wir es nur über das untere jetzt einstellen. Okay, okay, okay. Aber passt. Weil dann können wir jetzt nämlich sagen, Beschleunigungssperre, aber das wird jetzt mit Effizienten und so gemacht, okay, das finde ich jetzt auch interessant. Dann wie stark sie sperrt, also das ist klar, aber dass das dann ausgegraut ist, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Hm. Sperre Schub, Sperre Beschleunigung. Ich hätte jetzt nämlich gesagt, das könnte man niedrig lassen, das könnte man nämlich deutlich erhöhen, so. Hätte ich es jetzt verstanden. Okay, auch hier würde ich sagen, machen wir direkt den Test. Nicht, dass ich da jetzt irgendwie was komplett verkackt habe. Aber ich glaube, so schlecht ist es jetzt schon mal nicht. Jetzt haben wir uns tatsächlich eingedreht. Guck mal an. Beim Getriebe bin ich noch am überlegen, ob ich den nicht auch ein bisschen kürzer dann setze. Weil aktuell kann ich irgendwie nur im zweiten, sobald ich im dritten gehe, ist schon die Gefahr da, dass ich extrem absacke. Das macht erstmal schon mal gut Laune. Ja, das wird schon fast 50% der Reifen, die drauf sind, verqualmt. Gut, das gehört halt dazu beim Drifter, ne? Okay, dann machen wir jetzt aber mal weiter. Kupplung auf jeden Fall rein. Ich weiß nicht, ob wir eine richtig krasse Klatsch brauchen. Ich glaube, die Racing-Clutch wird erstmal reichen. Bauen wir rein. Dann Getriebe. Machen wir auf jeden Fall, dass wir die Gangübersetzung anpassen können. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Getriebeverlust, bla bla bla. Aber ich glaube, da machen wir einfach auch so. Das sollte dann reichen erstmal. Ist teuer genug alles. Also wir verlieren hier gerade massiv an Geld. Ja, muss man mal ganz klar so sagen. Aber so ist es halt, ja. Ansonsten muss ich halt vielleicht nochmal offscreen ein bisschen Geld farmen, ja, oder so, wie auch immer. So, jetzt wird es nämlich spannend. Und ich glaube, hier sollten wir echt gucken, dass wir eben hier auch Ackermann, Winkel und so weiter anpassen können. Ich glaube, es macht schon Sinn, gerade vorne vielleicht sogar die elitige Sache zu verwenden, damit wir da einfach ein bisschen mehr einstellen können. Und deswegen gehen wir hier auf jeden Fall auf den Elite-Querlenker
Und vorne, beziehungsweise hinten, glaube ich, reicht wahrscheinlich Racing, würde ich sagen. Deswegen, da würde ich jetzt einfach nur mal den Racing machen. Bremsen wird wahrscheinlich jetzt nicht so wichtig sein, aber mir ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir sie einstellen können. Deswegen auch hier eine Racing-Bremse sollte drin sein. Stabi, auch hier, ja, ist einstellbarer Stabi, finde ich schon eigentlich geil, muss ich sagen. Weil sonst bin ich nämlich mit der Härte gerade immer hin und her und ich glaube, das ist mir wert, dass ich es einfach einstellen kann. Leider halt ist erst ab den Ultimate-Teilen möglich. So, Feder und so weiter, das ist natürlich auch nochmal alles wichtig. Auch hier würde ich sagen, sollten Racing und so weiter reichen, hoffe ich jetzt mal. So, dass es halt einfach mal einstellbar ist. Ansonsten müssten wir halt je nachdem nachrüsten. Also haben wir halt natürlich schon 500.000 ausgegeben, knapp. Nur fürs Fahrzeug und das generelle Grundtuning. Wir haben noch nichts am Grunddesign, an der Optik oder so gemacht, ja. Aber so ist es jetzt halt. Ich meine, das war jetzt halt teuer, die eine Turbo-Umbau, den ich jetzt gar nicht verwenden konnte. Das war natürlich jetzt schon bitter. So, jetzt bin ich gespannt, ohne was eingestellt zu haben, wie das Fahrzeug sich jetzt damit schon anfühlt. Mein Getriebe werden wir auf jeden Fall nochmal, wie gesagt, in der Übersetzung anpassen müssen. Aber an sich schlecht fühlt sich's nicht an. So, und jetzt die Sache mit dem Ackermann-Winkel, damit ich da auch gleich ein bisschen Knowledge, ja, ein bisschen Wissen droppen kann, was ich mir jetzt angeeignet habe. Aber wie gesagt, ich habe noch nicht so ganz verstanden, was unser Ziel am Ende sein wird. Also im Prinzip ist es so, wir können ja natürlich den Lenkwinkel einstellen, der sollte klar sein. Je höher der Lenkwinkel, desto mehr kann ich das Rad quasi, ne, lenkt es halt ein. Ja, wenn ich jetzt den Lenkwinkel erhöhe, kann ich noch mehr einlenken. Was bei einem Drifter ja prinzipiell schon mal nicht schlecht ist, so. Und der Ackermann-Winkel sorgt jetzt am Ende dafür, dass, und da ist jetzt auch Vorsicht geboten, das habe ich nämlich jetzt auch rausgefunden, mehr Ackermann bedeutet, beziehungsweise erstmal, was macht der Ackermann? Der sorgt dafür, dass das äußere Rad und das innere Rad unterschiedlich zueinander sich eindrehen. Das sieht man eigentlich auch, und das war mir auch bekannt, dass das so ist, bei vielen Autos, dass eben die Räder sich nicht parallel zueinander einlenken, sondern da ist meistens das innere Rad ein bisschen mehr und das äußere ein bisschen weniger. Und je mehr diese Differenz ist, desto größer ist der Ackermann-Winkel, ja? Das ist die wichtige Info dabei. Je höher dieser Wert ist, je höher der Winkelunterschied ist, desto höher, das ist der Ackermann-Winkel quasi, der da bestimmt wird. Und je paralleler es ist, desto kleiner ist der Ackermann-Winkel. So. Aber wie gesagt, was ist jetzt unser Ziel dabei? Also, natürlich ist klar, dass beim normalen Autofahren das kurvenäußere Rad immer belastet wird. Ne? Fahre ich nach links durch eine Kurve, dann wird das rechtere Rad belastet. Ne? Immer das äußere Rad wird belastet. Und dementsprechend ist dieser Winkel halt, glaube ich, wichtig, dass man nicht überfährt oder wie auch immer. Aber wie ist es jetzt beim Drifter? Das ist das, was ich noch nicht so ganz kapiert habe und deswegen werden wir es einfach ausprobieren. Ne? Weil für mich ist es auch absolut Neuland, diese Sachen einzustellen. Und deswegen vielleicht auch ein entspannter Prozess, wie ich einfach auch mal versuche, das zu verstehen, ja. Ich glaube, das Erste, was wir jetzt einfach mal machen, ist, dass wir den Lenkwinkel jetzt einfach mal drastisch erhöhen. Ich glaube, beim Drifter schadet es nicht, den echt ziemlich hoch zu haben. Ob wir den maximalen brauchen, weiß ich nicht. Wir machen es einfach mal. Wir sehen jetzt, der Ackermann-Winkel ist jetzt hier neutral, mittig oder so. Und ich glaube, das können wir jetzt uns einfach mal angucken. Beziehungsweise wir gucken uns jetzt erstmal, komm, Schritt für Schritt. Wir gucken uns jetzt erstmal den Lenkwinkel an. Und für die Experten unter euch, die schon mehr wissen, ihr dürft natürlich gerne Tipps jetzt drunter schreiben, etc. pp. Aber lasst mich ruhig auch ein bisschen selbst rausfinden. So, also Lenkwinkel sollte jetzt, ja, ob er jetzt wirklich höher ist, weiß ich nicht zuvorhin, aber er wird schon höher sein. So, und wenn wir jetzt das uns angucken, ich finde aktuell, dass das äußere und innere Rad schon relativ gleich einlenken. Und ich meine auch, dass bei einem Drifter das auch möglichst gleich sein soll. Also bei einem Nicht-Drifter, würde ich jetzt mal behaupten, will man eher ja nicht haben, dass das äußere Rad so viel mit einlenkt. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber lass das mal in beide Extremwerte jetzt einfach mal testen. Ja?
Also aktuell habe ich sogar das Gefühl, dass dieser 30-Grad-Winkel, den wir hier haben, sogar schon ziemlich eine parallele Geschichte ist. Aber vielleicht täuscht das auch. Deswegen, ich würde jetzt mal sagen, wir reduzieren den Winkel. Ja, was ja bedeutet, dass sie jetzt noch mehr parallel zueinander laufen müssten. So, wie ich es verstanden habe. Ja. Wie das jetzt im Spiel dann auch umgesetzt ist, weiß ich nicht. Aber ich gehe dem mal aus, dass es richtig ist. So, das geht jetzt so. Und der geht, ja, also ich sehe jetzt optisch keinen Unterschied. aber vielleicht ist der Winkel auch zu wenig. Aber so würde ich jetzt verstehen und so würde ich jetzt auch erstmal denken, dass das wahrscheinlich für einen Drifter wahrscheinlich schon am sinnvollsten ist. Ne? Viel Lenkwinkel, wenig Ackermann sozusagen. Also, dass die möglichst parallel zueinander laufen. Vielleicht fahren wir das einfach erstmal und dann gucken wir mal, ob das wirklich jetzt so sinnig ist oder nicht. Und dann machen wir einfach mal den krassen Gegenteil-Test nochmal. Weil ich glaube, je mehr man hat, desto mehr, also vom Verständnis her, ja, um das mal zu, für mich, wie ich es gerade mir herleite. Wenn die Räder ja parallel laufen und ich lenke ein und das Auto, habe ich jetzt irgendwas, um das zu illustrieren? Keine Werbung, ist ein Tempopäckchen, keine Werbung an der Stelle. Aber wenn das jetzt unser Auto ist, sage ich jetzt einfach mal so, und die Räder hier vorne sind und die jetzt einlenken parallel, ne, dann denke ich doch, wenn die parallel sind, dann ist doch der, wenn er quer fährt, ist doch, kann er doch diese Spur, die er durch die Lenkung fährt, eher halten. Wenn jetzt aber da der Ackermann größer ist, also quasi das äußere Rad weniger einlenkt wie das innere, ne, das innere, meine Finger sind halt krumm, das ist ein bisschen blöd, aber wenn jetzt das innere Rad quasi so zeigt und das äußere gar nicht so viel, ja, dann versucht doch das äußere Rad, also weil die Last ja darauf geht, dass der Winkel gar nicht so krass ist, oder? Der Winkel, der Driftwinkel wird doch dadurch dann automatisch kleiner, oder täusche ich mich jetzt dadurch? Also das Auto versucht durch seine eigentliche Geometrie schon einen kleineren Winkel zu erzielen. Sprich, man kann doch dadurch eigentlich einen krasseren Driftwinkel fahren und halten. Allein mit der Steuerung der Vorderachse. So würde ich es mir jetzt herleiten. Vielleicht liege ich auch komplett falsch, aber so würde ich es jetzt verstehen, dass man hier somit jetzt einen extrem krassen Driftwinkel fahren kann, ohne dass das Fahrzeug mir abhaut oder so. Ich glaube, bei ganz schnellen Driftern ist es vielleicht nicht so geil. Aber jetzt gerade, wenn es so darum geht, so enge Drifts oder so zu ziehen, könnte ich mir vorstellen, dass das richtig cool ist. Gerade in Verbindung mit dem großen Lenkwinkel, der muss natürlich noch dazu. Aber so würde ich es mir jetzt vorstellen können, ne? Man kann jetzt hier schon eine schöne, runde Sache einfach driften. So, und jetzt probieren wir es aber einfach mal aus. Lenkwinkel lasse ich mal hoch. Und den Ackermann mache ich jetzt entsprechend hoch. Also, dass es möglichst nicht parallel ist zueinander. Einfach mal ausprobieren. Das finde ich spannend. Also sowas liebe ich gerade und so habe ich mir auch viele Dinge immer selber beigebracht und probiert und dann wieder andere Sachen probiert und so lernt man Dinge kennen. So entwickelt man auch eigene Tuning-Stile und so weiter. So, jetzt müsste, warte mal, wir gucken es uns erstmal an. Jetzt ist das äußere Rad so und das innere, ja, ich sehe da optisch echt keinen Unterschied in dem Spiel, ne? Also für mich sind die trotzdem, ja doch, das äußere ist vielleicht ein bisschen weniger eingelenkt, ne? Man müsste jetzt halt von oben sehen. Ich glaube, dann sieht man es ein bisschen besser. Aber probieren wir mal, wie es driftet. Ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem aufgrund des hohen Lenkwinkels trotzdem gut funktioniert. Aber jetzt gucken wir mal. Also es geht auch, würde ich sagen, aber was ich das Gefühl habe, ist der initiale Drift. Das ist das Interessante, der initiale Drift. Also das Einleiten des Drifts ist, finde ich, behäbiger. Also gar nicht mal der Drift selber oder der Driftwinkel. Ich glaube, das macht einfach der Lenkwinkel schon ganz gut. Es ist mehr, wie das Fahrzeug in den Drift reingeht. Habe ich so das Gefühl gerade. Ist jetzt hier behäbiger. Also er braucht länger. Im Drift selber, finde ich, ist es... Drift jetzt. Ich habe sogar das Gefühl, wir können sogar dadurch einen engeren Drift ziehen. Siehst du das? Sowas wäre jetzt gar nicht möglich gewesen mit viel Ackermann. Mit wenig. Jetzt haben wir ja viel. Aber der einleitende Drift ist einfacher, würde ich behaupten. Ich würde es gerne nochmal gegentesten. Das ist auch interessant, ne? Weil ich weiß jetzt prinzipiell gar nicht, was will man damit denn erzielen? Das ist so das Rätsel, was ich selber mir noch gerade stelle. Deswegen, ich würde das einfach nochmal testen, gegentesten, ob das jetzt wirklich so ist oder ob das jetzt Placebo ist oder wie auch immer. Weil ich fand jetzt den einleitenden Drift einfacher, aber der Drift
Winkel ist geblieben, aber der Drift selber, ne? Also nicht der Lenkwinkel, Driftwinkel, wie auch immer, sondern der Drift selber, wie man ihn zieht, ist, konnte man nicht so eng ziehen, sage ich mal. Hatte ich das Gefühl, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ja, ich finde, guck mal, man kommt viel schneller in den Drift rein. Aber guck mal, jetzt genau. Im Drift selber will er dann aber nicht mehr so eng. Ich krieg den jetzt gar nicht. Ich müsste ihn jetzt schon mit... Nee. Okay, das ist interessant. Ah, okay, das ist interessant. Das ist interessant. Ne, ihr seht, ich kann ihn jetzt gar nicht so eng reindrehen. Klar, ich kann jetzt einen Gasstoß versuchen dazu zu geben. Oh, jetzt sind die Reifen kaputt. Muss mal neue Reifen schnell holen. Zum Glück ist hier eine Tankstelle. So, alles beisammen. Ja, tanken wir auch mal kurz auf. Ich glaube, Sport ist sogar okay, oder? Oder meine Street Plus? So, ich glaube, so richtig scheiß Reifen brauchen wir nicht. Also ich glaube, Sport fand ich okay. Ich kaufe mir mal Sportreifen, das passt schon. So. Nee, also wie gesagt, der einleitende Drift, also dass das Ding in den Drift geht, ist, glaube ich, einfacher. Aber der... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Der Driftradius, kann man das so nennen? Der Driftradius ist einfach größer. Der kann man nicht kleiner ziehen. Also das heißt, wenn es um enge Drift geht, bist du damit ein bisschen gefangen. Sprich, du musst ein bisschen gucken, eine Mischung aus geilem in den Drift rein, aber auch irgendwo, dass du ihn eng zirkeln kannst. So würde ich es jetzt tatsächlich sogar gerade ja, kombinieren. Natürlich wird das natürlich ein Zusammenspiel, und das ist jetzt wieder das Spannende sein, mit Radsturz, mit Spur, mit generell der Fahrwerksgeometrie, natürlich mit dem Lenkwinkel. Also ich glaube, das sind ganz viele Komponenten, die natürlich da jetzt wieder mit reinfließen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber jetzt so vom Spontan her würde ich jetzt sagen, dass sogar wir vielleicht sogar eher, würde ich vielleicht schon einen geringeren Ackermann fahren wollen, aber nicht jetzt das Maximum, sage ich jetzt mal. Also das Minimale oder wie auch immer, also so irgendwie vielleicht mal. So, dass wir doch noch irgendwie schaffen können, eng zu fahren, aber so, dass er nicht sich unnötig eindreht, wenn ihr versteht, was ich meine. Oh, ich finde das gerade super spannend, für mich selber. Wie gesagt, vielleicht laber ich auch Scheiße. Also deswegen jetzt das nicht für bare Münze nehmen, ich sage einfach nur, was ich gerade fühle und denke. Ich meine, wir können immer noch ein bisschen die Handbremse dazu nehmen. Aber jetzt, finde ich, kann man schon ein bisschen den Drift enger halten. Und er ist trotzdem jetzt nicht so, dass er sich eindreht dabei. Na, wenn ich selbst nicht Vollgas gebe. Aber beim Driften wird es vielleicht auch wichtig sein. Ich weiß gar nicht, ob man die Kupplung belegen kann. Dass man einfach halt kuppeln kann fürs Driften. Wäre jetzt nicht verkehrt. Dass man so Klatschkick und so machen kann. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das jetzt schon mal nicht verkehrt, was wir ja haben. Also ich denke mal, wir werden damit den Club jetzt schon bestreiten können wahrscheinlich. Aber naja, ich würde trotzdem gerne noch mal ein bisschen mehr optimieren. Aber ich würde sagen, da machen wir einfach in der nächsten Folge weiter mit. Wir lassen das jetzt erstmal so stehen. Das Thema Ackermann-Lenkwinkel lassen wir so stehen. Ihr könnt gerne schon mal auch Feedback geben. Kann natürlich sein, dass ich die nächste Folge dann schon aufgezeichnet habe, bevor ihr hier drauf reagiert habt. Das ist natürlich alles möglich. Aber trotzdem, gerne mal, wenn ihr da auch wirklich Ahnung von habt oder Erfahrungen gemacht habt, gerne mal, ja, bestätigen, verneinen, wie auch immer. Also ihr dürft da gerne ergänzen. Ne, also, ja, ich will ja jetzt auch kein falsches Wissen verbreiten, ich will mir selber auch kein falsches Wissen irgendwie mit reinstreuen, aber wie gesagt, ich glaube, die Grundidee, was der Ackermann macht, das habe ich schon verstanden und ich glaube, das habe ich auch richtig erklärt, aber was man jetzt am Ende des Tages erzielen möchte, das weiß ich nicht. Ich kann jetzt nur sagen, dass beim maximalen Lenkwinkel, den ich eingestellt habe, ich das Gefühl hatte, dass wenn der Ackermann gering ist, also wenn die Räder möglichst parallel zueinander sind, dass der einleitende Drift, dieses schnelle Rumschmeißen, sage ich jetzt mal, sehr schnell passiert. Aber wenn der Drift dann drin ist, dass er dann diesen Radius des Drifts, sage ich jetzt mal, so eine, diesen Drift, den er fährt in der Kurve, sehr weit ist, während wenn der Ackermann dann eher hoch ist, also quasi die Räder nicht ganz parallel zueinander sind, dass der Drift ein bisschen schwieriger reingeht. Aber wenn man dann im Drift ist, dann kann man richtig eng
den Drift. Der Radius ist dann richtig eng zueinander, ne? Und dann kann es aber auch passieren, dass du dich dann schnell reindrehst. So, so würde ich es jetzt tatsächlich verstehen. Und ja, gib da gerne mir mal Feedback, was dann bei einem Drift auch sinnvoll ist. Also was sollte man schon eher, in welche Richtung soll man gehen? Eher niedriger oder hoher? Wie auch immer. Gebt da gerne mal Feedback, will ich euch nicht totquatschen. Das soll es erstmal gewesen sein. Mit der S15 werden wir auf jeden Fall das Ganze angehen. Und das sind wir noch lange nicht am Ende. Wie gesagt, wir werden einfach, glaube ich, nächste Folge nochmal ein bisschen weiter tüfteln, tunen, die Stars. Vielleicht auch Optik-Tuning dann mal noch angehen. Vielleicht werde ich auch zwischen den Folgen nochmal kurz ein bisschen Geld farmen, weil ich glaube, wir werden es immer ein bisschen brauchen. Aber ich möchte hier einfach auch wirklich Geld und Liebe reinstecken. Weil ich einfach ein geiles Produkt am Ende fahren möchte, ja, und einfach nur Spaß dran haben möchte. Und das habe ich, denke ich, sowieso. Genug gelabert, ich bin raus, mach's gut. Ciao!